Hallihallo und herzlich willkommen zum My Roadmap Update. Es gibt mal wieder eine neue Roadmap für den Transform World 4 und wir schauen gemeinsam drauf, was vor allen Dingen mit deutschem Fokus besonders interessant sein könnte und was vielleicht eher nicht und gucken, was die Zukunft bringt. Wir gehen direkt rein ohne große Vorrede, gucken uns natürlich erstmal die Übersichtsgrafik an. Hier links haben wir die Grafik, die uns die Projekte zeigt, die in den nächsten 3 Monaten veröffentlicht werden. In der Mitte die Projekte in 4 bis 6 Monaten und ganz rechts in dem Kasten stehen die Projekte, bei denen noch nicht ganz klar ist, wann sie veröffentlicht werden. Und wir sehen hier gerade in diesem 0 bis 3 Momente, 3 Monate Abschnitt besonders interessant. Einerseits die BR218, auf die wir gleich noch weiter eingehen werden. Und die Expert BR101 von TSG mit dem Intercity-Steuerwagen. Und das ist dahingehend ganz interessant, weil die 101 vorher ja in diesem 4 bis 6 Monate-Abschnitt noch drin war in der letzten Roadmap und jetzt mittlerweile in diesen Abschnitt hineingerutscht ist. Das heißt also, ein Release der 101 ist in, ja, ich würde sagen, in gut 3 Monaten mit zu rechnen. Ich würde jetzt mal von der Roadmap heute ausgehend sagen, im August könnten wir vielleicht die 101 mit dem Steuerwagen fahren. Vielleicht auch schon ein bisschen vorher mal schauen. Aber ich würde sagen, aber vermutlich dann ja spätestens im August. Was auch interessant ist, nach wie vor PC Editor Improvements stehen immer noch auf der Roadmap, dass also der Editor noch verbessert wird. Der Köln-Aachen Fahrplan, beziehungsweise das Update für den Fahrplan ist immer noch, ja, wissen wir noch nicht, wann es kommen wird, aber es wird kommen. Und eine neue deutsche Strecke, die angekündigt wurde. Allerdings wissen wir noch nicht, was das für eine Strecke ist, was sich dahinter verbirgt. Da haben wir noch keine Infos zu, aber werden wir aber natürlich in den nächsten 6 Monaten irgendwann erfahren. Hier in diesem Bereich 4 bis 6 Monate unter den Partner-Releases haben wir noch die deutsche Lok, die von Simtrack Studios gebaut wird, aber auch da wissen wir leider immer noch nicht, welche Lok das ist. Gut, gehen wir rein in die Roadmap und schauen uns mal direkt an, was wir hier so an Informationen noch zusätzlich entnehmen können. Zunächst wird hier darauf eingegangen, was seit der letzten Roadmap veröffentlicht wurde. Das ist unter anderem die Semmeringbahn, die ich persönlich sehr, sehr, sehr genieße zu fahren. Long Island Railroad 2.0 haben wir uns ebenfalls zusammen angeguckt. Und was heute rausgekommen ist, die Cargo Line Volume 2 Aggregates von Skyhook Games haben wir uns jetzt nicht zusammen angeguckt, einfach weil das ja einen britischen Fokus hat und sicherlich hier nicht so viele Leute interessiert. Was wird demnächst kommen? Hier wird über die Class 380 gesprochen. Die 380, die für Cathcart Circle kommen wird. Cathcart Circle, eine schottische Strecke von DTG, die übrigens auch noch auf das neue Belichtungssystem geupdatet wird. Hier sehen wir mal den Triebzug. Oh, sieht auf jeden Fall ganz hübsch aus. Führerstand, ne, sehr britisch, sehr typisch britisch, kann ich persönlich jetzt nicht so viel zu sagen. Das Interessante ist auf jeden Fall, dass dieses Display hier sehr viele Funktionalitäten haben wird. Ne, also so ein bisschen rumspielen kann man da auf jeden Fall. Und es sieht auch schon irgendwie ziemlich schön aus, ne? Noch hier so einen Zug in dieser ScotRail-Lackierung zu haben. Ich finde, die sehen schon immer sehr, sehr schön aus. Ne, also das werden wir uns auf jeden Fall zusammen dann angucken. Ja, ne, hat was. So, ach so, was wir hier noch sehen, so sah Glasgow vorher aus, Glasgow Main Station, und jetzt sieht Glasgow Main Station so aus. Also ihr seht, da sind so viel mehr Züge zur gleichen Uhrzeit als vorher noch. Das wird das Ganze ordentlich verbessern. Dann, das, was für uns vielleicht am interessantesten ist, noch ein kleines bisschen mehr zur Baureihe 218. Der Screenshot ist uns bereits bekannt und hier wird mit TSG gesprochen. Und TSG sagt dazu, dass hier diese große dieselhydraulische Lokomotive überraschenderweise seit den späten 60ern immer noch in Betrieb ist. Na, noch heute fahren ja die 218 herum. Gelten als sehr, sehr zuverlässig und werden überall in Deutschland benutzt. Obwohl es mittlerweile ja auch sehr moderne Elektrotriebzüge gibt, bleibt dennoch die 218 einer der ja, der Backbones der deutschen Eisenbahn und wird nach wie vor von einer sehr großen Personengruppe gefeiert. Hier mal ein Screenshot aus dem Führerstand der 218. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus, gefällt mir sehr. Ich glaube, der Screenshot ist auch nicht neu, den kennen wir schon. Und hier stehen noch ein paar Key Features, also ne, so ein paar wichtige Takeaways, dass die 218 400er Serie mit TB11 Motor in Verkehrsrot kommen wird. Wir werden N-Wagen wieder mit dazu haben, vermutlich nur die zweite Klasse Wagen, da werden jetzt keine erste Klasse Wagen dazukommen, aber
die N-Wagen der zweiten Klasse plus Karlsruher Kopf mit Dieselfahrtisch. Das heißt also auch ein neuer Steuerwagen. Das Ganze für Hamburg-Lübeck. Hamburg-Lübeck wird dann vermutlich auch ein TOD 4-Update, also ne, so ein Beleuchtungsupdate bekommen. Wir haben 4 Szenarios, die dort mitgeliefert werden. 2 Tutorials im Trainingscenter und natürlich den Journey-Modus. Das ist mal ein neuer Screenshot, der aber auch, glaube ich, aus der gleichen Session aufgenommen wurde wie hier. Das sieht für mich sehr gleich aus von den Bedingungen. Das heißt also, das sind alles schon etwas ältere Screenshots. Auch dieser Screenshot wird vermutlich schon mindestens einen Monat alt sein, wenn nicht sogar noch länger. Das Ganze ist also immer noch sehr stark Work in Progress. Dann hier ein bisschen was zur Five Circle Route, die wir uns auch schon zusammen angeguckt haben von Rivet Games. Da arbeitet Rivet Games gerade an einem Update, dass das Ganze etwas schöner aussieht. Wir haben uns das Ganze jetzt zusammen angeguckt. Das sah so lala aus. Dann steht hier was zu Class 158 von Skyhook Games. Auch das überspringen wir jetzt mal an dieser Stelle. Und wir haben eine neue Third Party, High Iron Simulation, die jetzt für den TSW anfangen zu entwickeln. High Iron Simulation ist bereits bekannt aus dem Train Simulator, ist aber vor allen Dingen eben bekannt für amerikanischen Content. Also was heißt vor allem, sie machen hauptsächlich nur amerikanischen Content. Und sind gerade dabei, ein Santa Fe Gameplay Pack für die Cajon Pass Strecke zu machen. Andererseits bauen sie aber auch noch hier, our second project will be a route, but we are not quite ready to share information at this stage. Das heißt also, aktuell wird da noch nichts zugesagt. Gut, ne? Also interessant für die Leute, die sich für amerikanischen Content interessieren. Ich persönlich zähle da nicht mit dazu, aber auf jeden Fall, neue Third Party ist immer schön. Ne? Also da kann man immer sagen, das ist toll, dass noch mehr Leute dazukommen. Dann haben wir hier Union Workshop, hat ein Update von der Tadami-Line gebracht, ein paar mehr Screenshots, alles Work in Progress, alles noch sehr, sehr früh im Entwicklungsstadium. Aber es sieht schon sehr, sehr schön aus, auch dass wir das Gebäude von innen betreten können. Die Vegetation am Gleisrand, gerade gut, die Bahnsteige sehen noch sehr sauber aus. Andererseits sind die auch in Japan, glaube ich, sehr sauber, anders als in Deutschland. Wir haben hier neue Assets, die hier reingebracht werden, damit das Ganze auch wirklich wie in Japan aussieht. Hier neue Verkehrsschilder, neue Strommasten, noch mehr Schilder, neue Brücken, neue Vegetationsobjekte, neue Häuser, auch hier wirklich sehr, sehr schön. Hier so noch so, sogar eine Pagode. Ich glaube, man nennt sie Pagoden. Eine neue Brücke und so weiter und so fort. Das sieht also alles sehr, sehr schön aus. Und was auch noch interessant ist für uns, dass ein paar Strecken auf jeden Fall Fixes bekommen. Ne? Also Verbesserungen und Fixes. Was genau, wissen wir noch nicht. Unter anderem wird auch Vorarlberg verbessert und die 1116 wird dann dort auch im Fahrplan nutzbar sein. Und zwar im Güterverkehr. Dann haben wir hier noch diese Suspension Improvements, die hier gezeigt werden. Hier heute mal für die Class 323. Ja, ne, aber da ist jetzt noch nichts Deutsches mit dabei. Ihr seht gleich, wie der Führerstand hier wackelt. Moment. Das lädt jetzt natürlich. Ne, egal. Auch nicht so wichtig. Und was aber ganz interessant sein könnte, der Formations Designer. Mittlerweile können ja die Leute an der Konsole auch den Formations Designer benutzen. Als nächstes wird das Ganze jetzt in den Creators Club mit eingebaut. So, was haben wir noch? Community Corner. Hier werden auch noch ein paar PC-Projekte vorgestellt. Unter anderem auch hier so ein TSW Editor Documentation Spreadsheet von irgendjemandem gebaut, der Trains in Play heißt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Irgendein YouTuber oder so. Weiß ich nicht, was man von ihm halten soll, keine Ahnung, kenne ich nicht. Hier Trainspotting Norden mit der Strecke Hamburg-Hannover haben wir uns auch schon zusammen angeguckt. Hier eine amerikanische Strecke und hier Freddy the Shepherd's Almtalbahn wird ebenfalls vorgestellt. Gut, das war es auch schon. Ein bisschen Input, ein bisschen was Neues, ne? Eine neue deutsche Strecke. Was genau, wissen wir jetzt aber noch nicht, aber wir können gespannt sein in den nächsten Monaten. Es wird sicherlich weiterhin interessant bleiben. Macht es gut, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.